Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary auf meinem Kanal. Diesmal etwas anders, denn ich habe vor ungefähr einer Woche angefangen mit der Stoffwechselkur, mit der 21-Tage-Stoffwechselkur. Und da ihr da sehr interessiert dran wart, habe ich gesagt, ich filme mal alles mit, was ich esse. Und das werdet ihr in diesem Food Diary sehen. Ich teile das in drei auf, also es sind ja 21 Tage, drei Wochen, deswegen gibt es drei Food Diaries. Das ist jetzt die erste Woche. Warum ich das Ganze mit der Stoffwechselkur mache, erfahrt ihr in diesem Video. Und alles andere nochmal genau zur Stoffwechselkur gibt es bald in einem sehr ausführlichen Video. Ansonsten zum Food Diary. Ich habe euch hauptsächlich mein Mittag- bzw. Abendessen gefilmt. Oftmals war es genau das Gleiche. Aber das werdet ihr alles sehen. Morgens habe ich immer einen Shake getrunken, das war immer das Gleiche, deswegen habe ich euch das jetzt nicht mitgefilmt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Food Diary. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten Tag von meiner Stoffwechselkur. Ich freue mich so, so sehr aufs Essen. Das ist ja das Erste, was ich heute esse. Und genau das Gleiche wird es heute nochmal abends geben. Deswegen filme ich euch nur mein Mittagessen, weil ich vermute, dass es abends immer das Gleiche sein wird. Und heute gibt es das, was es vermutlich bei mir während der Stoffwechselkur am öftesten geben wird, weil ich dieses Essen liebe. Und zwar sind das Zucchini-Nudeln mit Bolognese-Soße. Ich habe einfach fettarmes Rinderhackfleisch genommen und angebraten, beziehungsweise, was heißt, ja doch, angebraten, aber ohne Öl. Das geht auch so, weil in einem Hackfleisch ist ja ein bisschen Fett. Von daher braucht man da nichts extra für. Dann habe ich ein paar frische Tomaten dazu gegeben, klein geschnitten und mit angebraten, ohne Öl. Und dann passierte Tomaten dazu gegeben. Das alles gewürzt mit ein bisschen Basilikum, Oregano, Salz, Pfeffer, Paprikagewürz. Und die Zucchini-Nudeln habe ich durch so einen Spiralschneider gejagt, damit die aussehen wie Spaghetti und die Form eben haben. Und dann einfach ein bisschen in der Pfanne. Ja, also ich koche die nicht mehr. Verzeihung, Katze. Weil die mir dann zu wässrig sind. Deswegen habe ich die in der Pfanne gemacht, aber auch ohne Öl. Und ja, da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil das super lecker ist. Und das, so ein geiles Essen in der Stoffwechselkur, hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Aber es ist nur Fleisch und Gemüse. Mit ein bisschen Gewürzen. Das werde ich jetzt essen und mir schmecken lassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Tag 2 von der Stoffwechselkur. So, das gibt es heute am Tag 2 zu essen. Das ist Rindergulasch mit Zwiebel, Kohlrabi, Brokkoli und Champignons. Habe ich ein bisschen gewürzt mit Paprikapulver, Currypulver, Salz, Pfeffer und ein bisschen Sojasauce. Und das wird es heute geben, mittags und abends. Hallihallo und herzlich willkommen zu Tag 3 von der Stoffwechselkur. Das ist heute mein Essen. Sieht irgendwie nicht so geil aus, aber ist ganz lecker eigentlich. Eigentlich echt lecker. Das ist Rinderhackfleisch mit Wirsing und grünen Bohnen. Das habe ich einfach angebraten. Ein bisschen Wasser dazu gemacht, bisschen Gemüsebrühe, nee, Rinderbrühe. Hab das ein bisschen köcheln lassen, so 20 Minuten. Ein bisschen Tomatenmark dazu, Gewürze und das ist voll lecker, das esse ich jetzt. Yum, yum, yum. Hallo, herzlich willkommen zu Stoffwechselkur Tag 4. Es gibt, boah, ich wackel voll. Es gibt Tomaten- und Gurkensalat mit Balsamico-Essig. Das ist zwar nicht besonders viel, aber ich habe gar nicht so viel Hunger. Und heute Abend gibt es nochmal das, was ich gestern Mittag gegessen habe. Dieses Hackfleisch, Wirsing, Bohnen-Zeug. Deswegen esse ich jetzt einfach nur Salat. Hallo, herzlich willkommen zu Tag 5 von der Stoffwechselkur. Heute gibt es Curry. Ich habe einfach Blumenkohl, Brokkoli, Champignons, Zwiebeln und Knoblauch genommen. Das alles in ein bisschen Gemüsebrühe angedünstet, Hühnchenfleisch dazu und dann Currypulver. Und das lasse ich mir jetzt schmecken und das ist sehr, sehr lecker. Ich liebe nämlich Curry. So, herzlich willkommen zu Tag 6 von der Stoffwechselkur. Ich filme euch heute mal mein Abendessen, weil mittags gab es nochmal dasselbe von gestern, dieses Curry. Heute gibt es eine frische Tomatensuppe, die sieht so... Jo, die Katzen rasten kurz aus. Die sieht so komisch aus, weil da so viele Gewürze drin sind, aber die ist sehr, sehr lecker. Und dazu ein Salat mit Feldsalat, Tomate, Gurke, ein bisschen Mais. Eigentlich soll man ja kein Mais essen, aber ein bisschen ist okay. Und Hühnchen angebraten mit Hühnchengewürz. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich muss nämlich gleich noch arbeiten, deswegen will ich mich richtig satt essen.
Hallo ihr Lieben, heute ist, was ist heute, Tag 6? Tag 7? Irgendwie so. Das gibt's auf jeden Fall zum Essen, das ist Blattspinat. Da solltet ihr darauf achten, dass das ohne Blub ist, also einfach nur wirklich Spinat. Mit Tomaten und Hühnchen. Das habe ich einfach gewürzt mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe und Muskat. Das werde ich jetzt essen, da ist zwar noch ein bisschen viel Flüssigkeit drin, aber das macht nichts. Und heute Abend gibt's dann nochmal die Tomatensuppe von gestern. Okay, die Katze rastet aus. So, das war's mit meiner ersten Woche. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wie ihr seht, ich darf nur Fleisch und Gemüse essen. Aber es klappt ganz gut. Also ich hätte es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Habt ihr auch Erfahrungen mit dieser Kur? Wenn ja, schreibt mir mal Rezepte in die Kommentare. Hier verlinke ich euch mein letztes Food Diary. Das Video zur Stoffwechselkur findet ihr unten nochmal in der Infobox. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!